Eine ungewöhnliche Zeit, liebe Schwestern und Brüder, zu der wir heute Abend hier in unseren Dom gekommen sind. Ungewöhnlich, weil Ungewöhnliches, ja geradezu Unglaubliches geschehen ist. In dieser Nacht ist uns ein Kind geboren. Und was es mit ihm auf sich hat, kann man ihm nicht ansehen. Es liegt da, schwach und klein und hilflos. Und es sieht aus wie alle Neugeborenen dieser Welt. Darum bedarf es eines Engels, und der sagt den Hirten, was das für ein Kind ist. Fürchtet euch nicht, so sagt er, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Da haben wir es. Dieses Kind, das ist kein gewöhnliches Kind, wie man das auf den ersten Blick hätte meinen können. Es ist mehr. Es ist außergewöhnlich. Es ist Gottes Kind. Es ist Gottes und Mariens Sohn. In ihm kommt Gott zu uns. Er ist der Christus, der von Gott mit dem Heiligen Geist Gesalbte. Er ist der lang ersehnte und verheißene Messias, der Retter. Und obwohl dieses Kind in einer Krippe liegt, ist es schon jetzt Herr. Nicht einer von vielen Herren, sondern der Herr aller Herren, Gott selbst. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die unerhörte, im Letzten die unaussprechliche Botschaft dieser Nacht. Gott hält sein Versprechen. Er kommt in diesem Kind selbst in die Welt. Nicht als irgendein Gesandter kommt er, so wie etwa im alten Bund die Propheten von Gott zum Volk Israel gesandt wurden. Nein, in diesem Kind kommt Gott selbst. Als Retter der Welt kommt er. Und das verkündet der Engel den Hirten und heute in dieser heiligen Nacht auch uns. Auch ein Zeichen gibt der Engel den Hirten, damit sie das Kind erkennen. Es ist ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Dieses Zeichen ist auch uns gegeben. Ein Wickelkind in einer Futterkrippe? Daran sollen wir erkennen, dass dieses Kind der erwartete Messias, der Christus ist? Dass dieses Kind Gott selbst ist, der in die Welt kommt, um sie zu retten? Das soll ein Zeichen sein? Wir denken, Gott ist groß. Und hier liegt ein ganz kleines Kind. Wir denken, Gott ist mächtig, sogar allmächtig. Und hier vor uns ein Kind, schwach und hilflos. Das soll die Welt retten? Es ist doch selbst so hilfsbedürftig, wie nur ein Mensch hilfsbedürftig sein kann. Dieses Kind in Windeln, in einer Futterkrippe, ein Zeichen der Messiaswürde und der Gottheit? Ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist es. In ihm zeigt uns Gott, wer er ist, in diesem Kind. Er ist viel größer, als wir denken. Er ist so groß, dass er sich ganz klein machen kann. Er ist so mächtig, dass er es sich leisten kann, ganz hilflos zu werden. Was wir in dieser Nacht an dem neugeborenen Christuskind anfanghaft sehen, das entfaltet Jesus dann in seinem Leben. Und er macht es unübersehbar deutlich,
in seinem Tod und in seiner Auferstehung an Ostern. Gottes Würde und Gottes Hoheit sind so groß, dass er sogar die Schmach des Kreuzes auf sich nehmen kann. Er ist so frei, so unendlich frei, dass er sich sogar an das Kreuz nageln lassen kann. Er ist so lebendig, er ist das Leben selbst, dass er am Kreuz den Tod erleiden kann. Aus Liebe kann er den Tod erleiden, aus Liebe zu uns, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns Gemeinschaft und Einheit mit ihm zu schenken, um uns zu retten aus unserer Schuld, aus unserer Sünde, aus unserem Versagen, um uns zu erretten aus der letzten Einsamkeit unseres Lebens, dem Tod. Und warum tut er das? Weil er ein Herz für uns hat, für jeden Einzelnen von uns, weil er Liebe ist. Das, liebe Schwestern und Brüder, das ist sein Wesen, das ist Gottes Wesen, Liebe. Und diese Liebe kommt in Menschengestalt auf uns zu. In diesem Kind schaut Gott uns in einem Menschenantlitz an und wir dürfen ihm, Gott, in die Augen schauen. Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, das bedeutet insofern einen Blickwechsel. Einen Blickwechsel von oben nach unten. Weihnachten bedeutet Spurwechsel von der Mitte an den Rand. Weihnachten, das ist Machtwechsel vom Thron in den Stall. Weihnachten, das ist Themenwechsel, weg von der Herrschaft hin zum Dienen. Weihnachten, das ist Stimmungswechsel, von der Angst weg hin zur Freude. Wechselstimmung als Weihnachtsstimmung. An Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, tritt das lang Ersehnte und das lang Erbetete ein, doch ganz anders als erwartet. In der Gottesüberraschung, da liegt die Kraft von Weihnachten, nämlich, dass seine Liebe einem jeden von uns gilt und dass die nicht bei uns aufhört, diese Liebe, ganz gleich, wie unser Leben auch aussehen mag, sondern dass seine Menschwerdung durch uns weiterwirken möchte in die Welt hinein. Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, Weihnachten zeigt uns, wie wichtig, ja, wie entscheidend es ist, dass Christus von uns aufgenommen und angenommen wird. Der Zustand der Welt, der Zustand der Gesellschaft und unseres eigenen Lebens hängt davon ab. Es darf Jesus nicht mehr so gehen wie damals, als für ihn in der Herberge kein Platz war, als er geboren wurde, sodass er draußen im Stall zur Welt kommen musste. Lassen wir ihn gerade heute nicht draußen bleiben aus unserem Leben. Wachende Hirten haben ihn erkannt und ihn angenommen. Seien auch wir wachsam. Seien wir wachsam und machen wir unser Herz und unsere Sinne frei von allen Ablenkungen des alltäglichen Lebens. Schaffen wir Platz für ihn in unseren Herzen, damit er in seiner Geburt auch in unserem Innersten ankommt und unser ganzes Leben auf eine tragfähige Grundlage stellt, die ihm auf und ab unseres Daseins und insbesondere in den Stürmen unseres Lebens standhält und uns hineinträgt in diese bergende Liebe Gottes, die uns in dieser Nacht in dem neugeborenen Heiland, dem Kind der Welt, dem Kind von Bethlehem erschienen ist. Diese Liebe, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben, die wünsche ich Ihnen allen in dieser heiligen Nacht, zu dieser Weihnacht. Amen.